Sie durften ohne die Erlaubnis des Leibherrn nicht heiraten und konnten jederzeit vertrieben oder verkauft werden. Sie wurden schon fast wie Sklaven behandelt und unterlagen gänzlich ihren Herren. Doch es kam der Tag, an dem die leibeigenen Bauern ihre Unabhängigkeit forderten und gegen die Obrigkeit in einen blutigen Kampf zogen. Nach den Auseinandersetzungen wurden viele Bauern hingerichtet und verstümmelt und etwa 70.000 Bauern verloren ihr Leben. Im 16. Jahrhundert bestand über 80% der Bevölkerung im römisch-deutschen Reich aus Bauern und der Adel machte nur einen kleinen Prozentsatz aus. Es herrschte eine große Ungerechtigkeit, denn die Bauern finanzierten mit ihren Abgaben den Adel und zugleich auch die Kirche. Sie trugen somit die Last des Staates, doch erhielten im Gegensatz dazu kaum politisches Mitspracherecht. So gut wie jeder Bauer lebte in Leibeigenschaft und war verpflichtet, seinen Herren stets zu dienen. Nach dem Tod eines Bauern erhielt dessen Herr seine Gegenstände und sein stärkstes Vieh. Auch die Schulden des Bauern blieben weiterhin bestehen und die Leibeigenschaft wurde vererbt. Der Bauer pflegte keine Hoffnung auf eine gute Zukunft und sorgte sich tagtäglich um seine Existenz. Im Jahre 1524 formierten sich letztendlich einige Bauernbündnisse und es kam zu ersten Erhebungen. Die Bauern schlossen sich zu sogenannten Haufen zusammen und Tausende von ihnen verbündeten sich in verschiedenen Regionen im Süden Deutschlands. Als ihren Bauernführer ernannten sie Hans Müller von Bulgenbach und zunächst versuchten sie durch Verhandlungen ihre Ziele zu erreichen. Im Jahre 1525 versammelten sich alle Vertreter der Bauernschaften in der freien Reichsstadt Memmingen und verkündeten ihre Forderungen. Insgesamt schrieben sie 12 Artikel nieder, die sie der Obrigkeit mitteilten. Die Bauern verlangten die Abschaffung der Leibeigenschaft, die freie Wahl des Pfarrers, Recht auf Jagd, Fischerei und Holznutzung, mildere Frondienste und keine willkürlichen Strafen mehr. Mit ihrer Forderung beriefen sie sich auf die Lehre Martin Luthers von der Freiheit eines Christenmenschen. Denn darin war zu lesen, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Doch später versuchte Martin Luther, sich von den Geschehnissen zu distanzieren und stellte sich auf die Seite der Fürsten. Während in Süddeutschland und zugleich auch in der Schweiz und Tirol zigtausende Flugschriften mit der Überschrift »Die 12 Artikel der Bauern« verteilt wurden, lehnte die Obrigkeit jegliche Art von Forderungen ab und zog sich auf sein altes Recht zurück. So begannen die revolutionären Aufstände der Bauern. Die Haufen zogen durch die Länder mit umgebauten Arbeitsgeräten, mit Dreschflegeln und Sensen und plünderten Kloster und Burgen. In der Zwischenzeit hatte sich ein Heer aufgestellt und marschierte Ende März 1525 nach Leipheim. Es kam zur ersten großen Schlacht und rund 12.000 Bauern wurden in Leipheim geschlagen. Im Anschluss wurden die Anführer und viele der Aufständischen hingerichtet. Am 16. April kam es zum nächsten blutigen Zusammenstoß in Weinsberg. Die Bauern kämpften unter der Führung von Jäcklein Rohrbach, der im Nachhinein bei lebendigem Leib verbrannt werden sollte. Die Bauern ließen den Grafen Ludwig von Helfenstein und seine Männer Spießruten laufen, bei welcher diejenigen durch eine von Bauern gebildete Gasse liefen und dabei mit Spießruten verprügelt wurden. Viele der Adligen starben und dies ging in die Geschichte als die Weinsberger Bluttat ein. Die Landesherren und der Adel vereinigten sich, warben Söldner an und stellten ihre Streitmächte auf. Die Aufstände breiteten sich auf ein riesiges Gebiet aus und die großen Aufstände führten zu Plünderungen und Brandschatzungen durch die Hände der Bauern. Der Aufstand der Bauern breitete sich von schwäbischen und fränkischen Gebieten bis nach Tirol und Salzburg aus. Die Bauern waren militärisch sehr unerfahren und hatten überhaupt keine Chance gegen die kampferprobten Truppen der Fürsten. Am 15. Mai 1525 fand die Schlacht bei Frankenhausen statt und dies war der Wendepunkt des Kriegs. Dabei wurden die Aufständischen unter der Führung von Thomas Münzner besiegt und hingerichtet. Nach dem Ende der Kämpfe im November 1525 hatten rund 70.000 Bauern ihr Leben geopfert und dennoch nichts erreicht. Die Hinterbliebenen mussten sehr harte Strafen ihrer Leibherren ertragen und verloren all ihre Rechte und Privilegien. Falls euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, ein Like und Abo zu hinterlassen. Vielen Dank fürs Zusehen.